Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas von Playageddon. Und heute am Montag habe ich mir gedacht, dass wir etwas Neues in den Kanal einfügen. Und zwar werde ich es einfach den Besuchsmontag nennen. Und zwar werden da alle besucht. Und nur montags, da das vor den Folgen für die neutralen Zuschauer schon etwas langweilig wird. Und ja, ich würde auch sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Besuch an. Der erste, der besucht werden wollte, war Like to Gomme HD. Ungefähr so heißt er, glaube ich. Ja. Silber, irgendwas mit Silber war ja, bin ich mir sicher. Da Like to Gomme HD. Level 82, Silber, Liga 2. Etwas weit unten, aber ist ja okay. Und die Außengebäude sind ein bisschen zerstört, aber das werden wir ignorieren. Okay, in der Mitte drei Lager. Hallo YouTube. Heyo. Ja, das kann ich nicht weiterempfehlen, denn wenn man einmal durch ist, bekommt man die ganzen Lager. Auch wenn du extra die Lager getauscht hast, hast du mir geschrieben. Die Minenwerfer sind auf 6, auf das Maximum. Die Magiertürme sind sehr weit außen. Was man da eventuell machen könnte. Ich würde die irgendwie weiter nach innen bringen. Wie du das anstellst, weiß ich nicht. Am besten eine neue Base, denn die gefällt mir nicht so ganz. Muss ich ehrlich zugeben. Am besten ist es, wenn du dir bei Clash of Clans Bilder einfach Bilder, also B-U-I-L-D-E-R, eine Base raussuchst. Ich glaube, das wäre die beste Lösung. Denn diese Base ist etwas, ja, schwach, muss man zugeben. Denn die Magiertürme, die sind viel zu weit außen. Die sind sehr wichtig, wenn jemand mit Barge angreift. Und wenn die zu weit außen sind, dann ist das schon ein bisschen, ja, also. Also die Minenwerfer sind schön in der Mitte und die Luftabwehr auch. Die Luftabwehr deckt die ganze Base ab. Ja, bis auf das kleine Stückchen da, aber da hast du irgendwie keine Luftbomben. Aber das macht ja auch nichts. Ja, such dir am besten eine neue Base aus und jetzt überprüfen wir mal den Upgrade-Status. Also, du hast schon sehr viele Mauern auf 8, was sehr gut ist. Zieh's durch, wirklich, zieh's durch. Ich hab's leider nicht durchgezogen, wie ich schon einige Male erwähnt habe. Dann noch die Bogenschützentürme musst du upgraden. Die Teslas machst du ja gerade auf 3 und hier auf 3. Der hier ist schon auf 4. Die gehen bis auf 6. Dann nur noch diese eine Luftabwehr hier. Dann die Mauern und dann bist du auch schon durch. Also Respekt. Elixiersammler hast du noch 11. Ja, Elixier braucht man nicht so dringend, finde ich. Wenn du auf Rathaus Level 8, du kannst ja sowieso noch keine Mauern mit Elixier upgraden. Von daher müssen die auch nicht hoch sein. Okay, ich habe mir jetzt vorgenommen, bei den Suchsmontagen die Base etwas ausführlicher zu Base reviewen als Verb, ja. Jetzt Fabian möchte besucht werden aus meinem Clan. Oder Biane davor, Biane. Dafür, dass er das letzte Mal nicht besucht wurde, weil er nicht im Clan war. Okay, er sieht auch zerstört aus. Ey, wieso sind immer alle zerstört, wenn ich ihn besuche? Zufall, ich denke nicht. Illuminati. Mehr kann man dazu nicht sagen. Okay, Clanburg in der Mitte, Level 4. Luftabwehr ist schwach. Also die musst du mindestens auf 5 machen. Die Magiertürme auf 5 sind in Ordnung. Der da ist vielleicht etwas weit außen, aber ist Geschmackssache. Aber er deckt zwei Lager ab. Der deckt zwei Lager ab. Der deckt zwei Lager ab. Baust gerade hier das Armeelager auf 6 aus. Damit hast du alle Armeelager komplett auf 6. Machst hier gerade einen Bogenschützenturm auf 8. Ja, also ich würde erstmal die Minenwerfer demnächst mal auf 6 machen, also starten. Dann die Magiertürme auf 6 und dann können die einzelnen Ziele ran. Moment mal, nein. Was du als erstes machst, die Luftabwehr auf 5. Dann die Minenwerfer auf 6, die Magiertürme auf 6. Und dann kann der Rest dran. Die Kanonen sind noch auf 7. Ist, ja, nicht so gut für den Rathauslevel, aber du hast ja noch Zeit. Ich meine, das ist ein Zeitspiel, wo man sehr viel Zeit investieren muss, von daher. Ich finde auch, der Spielspaß sollte im Vordergrund bleiben, wo man sich nicht zwingen sollte. Ja, du musst das und das machen, obwohl es dann einem keinen Spaß macht. Also, man sollte das machen, wofür man es richtig hält. Und ich werde jetzt nach Hause gehen, um den Nächsten zu besuchen. Der Nächste, der besucht wird, ist Fabian aus meinem Clan. Och, CW haben wir verloren, ne? Ja, leider. Hey, wir haben diesmal keine Taktik benutzt und von daher, ja, ist ja nicht schlimm, wenn man verliert. Wir verlieren beinahe immer, aber nun gut. Hey, wo ist er denn? Fabian. Hat er mir, warte mal, kann es sein, dass er mir geschrieben hat, dass er rausgegangen ist? Nee. Aber wie hieß er denn im Game? Im Game hieß er, glaube ich,
Ah, Mr. Fabi, hieß der Mr. Fabi? Keine Ahnung. Wir werden jetzt einfach mal suchen. Ich habe es leider vergessen. Ich habe sehr viel um die Ohren, also da kann ich mal auch was vergessen. Wir werden ihn trotzdem einfach mal Base reviewen. Ja, Magiertürme auf 4 sind meiner Meinung nach etwas zu schwach. Die würde ich demnächst mal auf 6 starten. Eine Minenwerfer hier auf 6. Also da würde ich auch alle auf 6 hoch machen. Beziehungsweise noch die beiden. Du hast einen X-Bow. Demnächst könntest du mal einen zweiten starten. Aber das ist ja auch optional, würde ich mal sagen. Luftabwehr auf 5, das ist okay. Die Luftabwehr ist auch auf 5 stark genug, wenn man sich überlegt, wie viele Trefferpunkte. Schaden pro Sekunde 190, also haut schon ordentlich Damage rein bei Lufteinheiten. Kanonen auf 10, das ist okay. Die Bogenschützentürme würde ich dir empfehlen, auch demnächst auf 10 zu machen. Dein dunkles Lager ist zur Hälfte gefüllt. Genau 20.000. Jo, das ist mal ein geiler Zufall. hey. Ja, sonst würde ich dir empfehlen, weiterzumachen. Die Mauern können noch etwas warten. Also ich würde erst die Verteidigungsgebäude hochmachen. Und dann können die Mauern hoch und dann, wenn das so weitergeht, sieht das doch gut aus. Moment mal, wir können das kurz in die Lager tun. Nee, Mauer können wir leider nicht upgraden. So, hier nochmal schön alles einsammeln. Und der nächste, der besucht wird, ist LulXD aus dem Clan Phoenix, wie man auch immer es meint. Krieger. Ja, also Phoenix hat er hier mit V geschrieben. Wir werden es einfach mal mit H probieren. Vielleicht kommt dann was. Am besten immer Hashtag-Kürzel. Ohne Hashtag-Kürzel ist das ein bisschen... Lieber LulXD, leider kann ich dich nicht besuchen, aber du kannst mir ja unter dieser Folge jetzt deinen Hashtag-Kürzel unterschreiben und deinen Namen. Ja, LulXD habe ich ja. Aber ja, dann kann ich euch was Geiles zeigen. Guckt es euch an. Guckt euch diesen Loot an. 626k Elixier, 583k Gold, also boah, das war geil. Während des Streams ist es passiert, also im Moment... Beziehungsweise gestern und vorgestern habe ich morgens gestreamt. Und da, ja. Also ich muss schon sagen, Stream macht mächtig Spaß. Und wenn dann noch so eine fleißige Community dabei ist, die so viel schreibt, dann macht das noch mehr Spaß, muss man zugeben. Aber dieser Loot, guckt es euch an. Hey. Wie macht der Zug Loot? Ja, oh ja, oh ja, oh ja. Alter. Wenn man immer so einen Loot haben könnte, dann würde das ganz schnell gehen, das Spiel. Dann habe ich noch meine Queen und meinen König gesetzt, um noch ein bisschen aus den Lagern rauszuholen. Habe ich auch hinbekommen, ne? Also 582k Gold. 553k Elixier und jetzt habe ich sogar noch was geholt. Also fast circa eine Million. Also über eine Million, ne? Fast 1,2 Millionen an Loot. Das ist schon nach einem Angriff, das ist... mehr als geil. Wir können ja nochmal angreifen, da die Folge soll dann etwas länger gehen. Okay, ich würde dann sagen, ich werde jetzt einen ganz kurzen Bartschangriff machen und ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Also bis gleich. Ich würde mal sagen, den nehmen wir jetzt einfach. Ich habe keinen Bock mehr zu suchen. Das hier dauert jetzt so ewig mit dem Suchen. Wenn wir das Elixier bekommen sollten, wäre ich zufrieden mit dem Angriff, wirklich. Also Elixier benutze ich ja, um die Mauern abzugraden. Und der hat noch ein bisschen Dunkles, was ich brauche für meinen Golem auf 3. Boah, wenn ich einen Golem auf 3 habe, das wird abgehen im CW. Auf 4 kostet der dann, glaube ich, 80k wahrscheinlich. Auf 2 hat er ja 60.000 Dunkles gekostet. Auf 3 kostet er 70.000 und auf 4 wird er wahrscheinlich 80.000 kosten. Glaube ich zumindest. Wird nicht leicht, das zu farmen, aber machbar. Mir fehlen noch 9.000 Dunkles, 8.500, pardon, um den abzugraden. Also die Clankriege wären dann richtig nice mit dem. Ich versuche mal auch mit Go Wipen dann mit 3 Golems anzugreifen und mir dann Pekka in der Clanburg zu verlangen. Ich glaube, das sollte gut gehen. Also der Besuchsmontag ist eigentlich relativ nice, nur... etwas kurz, aber demnächst werden ja wahrscheinlich mehr Bewerbungen kommen und dann ja. Wird's wieder laufen. So, und das läuft doch hier auch. Haben fast den gesamten Loot bekommen, das Rathaus ist gefallen.
2 Sterne, 3 wären es nicht mehr, aber ist ja auch egal. Mir geht's ums Loot und ja, das war's auch schon. Ja, ich werde jetzt einfach beenden, um die Bogenschützenkönige noch etwas zu schonen. 12 Pokale. Ja, nein, die Pokale interessieren mich nicht, aber... Ich farme automatisch immer zu 1800 hoch und höher, aber ich gehe dann immer runter, weil ich nicht in Goldliga 1 will, weil ich den Loot da echt beschissen finde, ehrlich gesagt. Okay, ich würde dann sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch in der nächsten Folge besucht werden wollt, das wird dann nächste Woche Montag sein, schreibt's mir doch unten in die Kommentare mit Hashtag-Kürzel bitte und euren Ingame-Namen. Und wenn ihr kein COC mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, ciao.